Hallo ihr lieben guten Menschen da draußen, ich bin die Valerie und in meinem heutigen Video gibt es einen Einblick in meine Finanzen. Das habe ich ja schon lange mal angekündigt und heute spreche ich mit euch darüber, wie ich in jungen Jahren das geschafft habe, mit einem Hartz-IV-Satz klarzukommen. Ich gebe euch ein bisschen einen Einblick, was ich so finanziell hatte und wie es dann in der BFBM aussah, welche Auswirkungen das hatte. Wahrscheinlich geht es ein bisschen um Verschuldung in jungen Jahren und wie man mit all dem zurechtkommt. Vielleicht gibt es auch den einen oder anderen Tipp für dich. Und wenn es was ist, was für dich interessant ist, dann sehen wir uns nach dem Intro wieder. Zunächst aber die Frage an dich, wie es dir geht und wo du gerade stehst. Wie geht's mir? Mir geht's gut. Bevor ich da mehr drauf eingehe, wenn ihr es jetzt immer wieder ein bisschen nagen und schmatzen hört, der Hund hat ein Knöchelchen bekommen, hat er sich verdient. Und bei mir ist es so, mir geht's gut. Ich habe jetzt 3 super emotionale Videos in kürzester Zeit aufgenommen. Ich habe gestern das Suizidvideo, also zu meinem Suizidversuch, gedreht. Jetzt vor diesem Video habe ich das zur ersten Erinnerung, das war alles sehr emotional und aufwühlend. Jetzt habe ich kurz Pause gemacht, mir ein Energy Water, das in einer der Foodboxen drin war, reingekippt und jetzt bin ich total überdreht. Wahrscheinlich auch, weil die Videos jetzt weg sind und ich die einfach als sehr schwierig empfunden habe. Aber jetzt habe ich es halt hinter mir so und ich bin so in Laberlaune. Ich habe hier rausgekramt, zusammen mit, ich habe euch ja gesagt, ich habe in dem anderen Video schon erzählt, dass ich Unterlagen rausgekramt habe. Hier habe ich ein Haushaltsbuch, ihr könnt es wahrscheinlich nicht so gut sehen, aus dem Jahr, das ging im August 2017 los bis im Dezember 2022. Das heißt, ich habe hier fast alle Jahre der tiefsten Armut abgedeckt. Und ich habe gedacht, wir schauen heute einfach mal so ein bisschen rein in meine Finanzen, wie habe ich das alles geregelt und hinbekommen. Ich fange es mal an mit Schulden. Gut, gell? Toll. Also passt auf. Ich habe, das wisst ihr aus den anderen Videos, ich habe war 2015 dann wegen der PTPS die ganze Zeit krank geschrieben und dann habe ich im gleichen Jahr angefangen, ein Masterstudium zu machen. Das heißt, da habe ich hier BAföG bezogen und dann war ich auf Reha und in der Reha wurde ich erwerbsunfähig wieder entlassen. Ja, da habe ich in dem Retraumatisiert in der Reha drüber gesprochen. Das heißt, ich kam nach Hause, ich war vollkommen neben der Spur, hatte dann auch tatsächlich eine Doppelbelegung, weil ich habe erstmal, also du kommst halt nach Hause, ne, und niemand hilft dir irgendwie, das weiß ich noch ganz genau, sondern ich kam nach Hause, es war klar, ich kann erstmal nicht weiter studieren, das heißt, ne, da musste man sich irgendwie exmatrikulieren, dann musste man das dem BAföG-Amt mitteilen, dann musste ich ja aber ALG2 beantragen, weil die müssen ja selber von ihren Amtsärzten prüfen, dass das, was aus der Reha kommt, dass das wahr ist, ja, und das heißt, da hatte ich eine Zeit, wo ich doppelt Geld bekommen habe und weil es mir so schlecht geht, habe ich das überhaupt nicht gerafft. Also ich habe BAföG bekommen und ALG2. Ja, und als das BAföG-Amt das erfahren hat, da haben die erstmal gesagt so, hallo, Herr mit der Kohle. Und ich war so, ich habe kein Geld. Scheiße. So, da habe ich dann Schulden angehäuft. Dann habe ich ja BAföG bezogen und es war klar, das kommt irgendwann zurück. Und dann habe ich noch im letzten Semester meines Bachelorstudiums einen Bildungskredit aufgenommen von ungefähr 3000 Euro. Das heißt, da kamen immer mehr Gläubiger, die gesagt haben, so, hallo, wir wollen unsere Kohle. Und ich war broke as fuck, wie man bei den Amerikanern sagt. Also ich hatte halt kaum noch Erspartes. Ja, habe ich ziemlich in die Röhre geguckt, musste da erstmal in eine Schuldnerberatung. Das würde ich euch immer empfehlen, die sind auch wahnsinnig nett. Ja, geht in eine Schuldnerberatung, wenn es da irgendwie Schwierigkeiten gibt. Und dann, nachdem der Amtsarzt von der Agentur für Arbeit oder beziehungsweise vom Jobcenter auch bestätigt hat, dass ich krank bin, ging dann eben das zum SGB 12, also zur Hilfe zum Lebensunterhalt. Und ich dachte, wir gehen jetzt so einen Bescheid mal durch, also diesen Berechnungsbogen, den ich bekommen habe, dass ihr so ein bisschen ein Gefühl habt, was für Geld ich zur Verfügung hatte und
mache das anhand meines Haushaltsbuches und dieses Berechnungsbogens. Da bekommt ihr mal einen Einblick. Das ist vom September 2020, dass ihr mal so wisst, wie waren so meine Ausgaben, wo habe ich da gespart etc. Und jetzt wird es wieder sehr, sehr spannend, denn ihr wisst, Behörden, das ist so eine Geschichte. Die tun mir jetzt hier mal erstmal alles aufdröseln, was ich für einen Anspruch habe. Also Sozialhilfebedarf, der Regelsatz waren 432 Euro damals. Also daran merkt man auch, dass das jetzt in diesen 3 Jahren nicht, also schon auch ein bisschen angestiegen ist. Aber wenn man an die Inflation denkt, muss ich sagen, ist der Regelsatz der derzeitige doch auch echt niedrig. Also da muss man schon ordentlich gucken, wie man rumkommt. Und dann ist es ja so, dass das Amt auch die Kosten für die Krankenkasse übernimmt. Und dann kriegst du natürlich noch das Geld für die Miete. Ich habe zu dem Zeitpunkt Grundmiete, Heizung und Nebenkosten 530 Euro bekommen vom Amt. Das ist hier auch angegeben, aufgedröselt. Und das heißt, ich hatte einen Gesamtbedarf, eine Sozialhilfeleistung habe ich bekommen von 1170 Euro und 13 Cent. Jetzt würde man ja denken, ja, 1,1 ist doch ganz ordentlich, was ist dein Problem? Davon habe ich aber nur 917 Euro bekommen. Warum? Das Landratsamt hat 45 Euro einbehalten. Das war für mein Darlehen von der Kaution. Ende 2019 bin ich nämlich umgezogen und ich hatte ja keinen Cent Geld mehr, ja, weil die Armutsjahre einfach so reingedrückt haben, dass ich halt dann einen Anspruch, also dann mir ein Darlehen geben lassen musste und das muss man natürlich zurückzahlen. Und das heißt, 45 Euro von diesem Anspruch gingen sofort wieder ans Landratsamt selber, um die Kaution abzubezahlen. Ja, das ist also abzüglich des. Und dann habe ich, und das ist auch ein Tipp an euch heute, haben die das Geld an die Krankenversicherung gleich selber bezahlt. Eine ganze Zeit lang war das so, dass ich einen großen Betrag bekommen habe, aber ich über 200 Euro halt davon zurückhalten musste, weil das war der Krankenkassenbetrag. Und ich glaube, für viele ist es eine Schuldenfalle, wenn das Landratsamt sich weigert, diesen Betrag direkt an den Versicherer zu bezahlen. Das ist halt für die aufwendiger, weil dann müssen die an zwei Leute überweisen. Aber du hast dann das große Glück, dass du nicht immer dran denken musst, halt, diese 200 Euro müssen an die Versicherung. Ja, und deswegen habe ich mir immer am Monatsanfang, als ich diesen Betrag noch selber bezahlen musste, mir immer eine Aufstellung gemacht, was alles wann abgezogen wird und was dann noch an Geld da ist, damit ich halt so einen Realbetrag habe, weil da waren ja immer 200 Euro mehr auf dem Konto, als ich eigentlich zur Verfügung hatte. Und da habe ich dann irgendwann gefragt, ob sie das nicht machen könnten, dass die das direkt an den Versicherungen bezahlen. Das haben die auch gemacht. Und das war zu dem Zeitpunkt 208,13 Euro. Das heißt, ich habe jeden Monat 917 Euro bekommen. Davon gingen 530 Euro sofort an meinen Vermieter wegen der Miete. Ich musste an Strom 30 Euro zahlen. Und hier steht, ich musste an meinen Handyanbieter, wir kommen zu all den Sachen, Handy und Telefon, und der Hund schmatzt um sein Leben, auch nochmal 30 Euro zahlen. Dann sind wir schon bei 327 Euro. Und ich muss euch das sagen, ne, wenn man heute an Strom denkt, mein Strom ist noch günstig gewesen. Ich habe 30 Euro im Monat Strom bezahlt, das war damals, zwar Ökostrom, war es vielleicht ein bisschen, hätte ich vielleicht einen günstigeren Anbieter finden können, aber ich wollte irgendwie Ökostrom haben. Das bezahlst ja dann auch selber, ne? Und die anderen 30 Euro waren Handy, Telefon, also ein normales Telefon, ein Hausanschluss und das Internet. Und da mein großer Tipp. Also ich war halt sehr lange bei O2-Kunde. Und ich war schon bei O2-Kunde, da gab es O2 noch gar nicht. Also da waren dann die Firmen, die von O2 aufgekauft wird. Und aufgrund dessen hatte ich halt immer einen super günstigen Vertrag. Und als ich dann mein Internet noch bei denen geholt habe, habe ich halt Rabatt bekommen. Das heißt, es gibt die Möglichkeit, bei euren Anbietern so Kombi-Verträge zu bekommen. Dann wird es auch billiger.
Ich weiß auch, dass die Telekom für Menschen mit wenig Einkommen teilweise Tarife anbietet. Da müsst ihr aber bei der Telekom dann nachfragen und da gucken. Mittlerweile bin ich nicht mehr bei O2, und kann euch wirklich günstige Anbieter anbieten. Ich zahle für meinen Handyvertrag mittlerweile, ich glaube, ich habe 2 GB Datenvolumen. Gigabyte? Ja. Zahle ich 4,99 im Monat. Das heißt, man findet heute auch super günstige Handyverträge. Und wenn ihr eben Geld sparen wollt, weil ihr bezahlt es ja selber, also diese 30 Euro, die bezahle ich ja von meinem Regelsatz. Und ihr sagt, ich brauche eigentlich gar keinen Hausanschluss mehr oder so, dann tut es halt auch ein Smartphone und einen guten Handyvertrag mit einem hohen Datenvolumen. Das als Tipp, aber das wissen die meisten wahrscheinlich auch. Dann hatte ich aber noch eine Fahrkarte. Und ich muss euch sagen, das war die günstigste Fahrkarte, die ich organisieren konnte. Denn es war so, als ich noch im Stadtgebiet gewohnt habe, gab es für Menschen mit einer Bonuskarte das Angebot, ich glaube, für 20 oder für 10 Euro mit dem Bus im Stadtgebiet rumzufahren. Ja? Als ich dann aus dem Landkreis gefahren bin, war das aber nicht mehr so gegeben und die Fahrkarte war wesentlich teuer und ich bin aus allen Wolken gefallen, weil das ist halt zusätzlich Geld, das mir fehlt. Ja? Und das heißt, ich habe dann auch noch 37,10 € zahlen müssen für die Fahrkarte. Und das war für eine Fahrkarte, die erst ab 9 Uhr galt. Und das war die günstigste Fahrkarte, die ich mir kaufen konnte. Weil ich ja ein Depp bin, das habe ich euch ja vorhin gesagt, und Schulden gemacht habe. Und mit dem BAföG-Amt dann zwangsläufig, ne, ich hatte da eine Überbezahlung, habe ich euch vorher gesagt. Ich war ja in der Schuldnerberatung und bin dann auf die zugegangen und habe zu denen gesagt, hey, wie wär's, Deal, ich zahle euch, obwohl ich es nicht müsste, 20 Euro im Monat und ihr stoppt dafür die Verzinsung. Und die haben gesagt, okay, Deal machen wir. Das Problem ist nur, ne, ihr hört jetzt gerade beim Rechnen, jetzt machen wir mal noch 20 Euro weniger, dann bin ich schon bei 270 Euro, die ich im Monat hatte. Das war das Geld, das ich im Monat zur Verfügung hatte. 270 Euro. Alleinstehend war ich zu dem Zeitpunkt. Das ist jetzt nicht so schlecht, Hand aufs Herz, aber es war schon auch, ne, also es war halt schon manchmal, es gab Monate, da war es krampfig, insbesondere die Monate, wo die Tafel halt zu hatte. Da kam ich schon immer sehr an die Belastungsgrenze. Und auch so ist es jetzt nicht so, dass man jetzt damit irgendwie, ne, weil es ist ja so immer bei Hartz-IV-Empfängern, da wird immer so getan, wie jetzt würden die ihr bestes Leben leben und den ganzen Tag nur Eier schaukeln und rauchen und Alkohol trinken. Ich muss euch sagen, mit 270 Euro im Monat kann man einiges anfangen, aber jetzt auch nicht eine Halligalli-Drecksau-Party feiern. Ja? Und dann kommt natürlich noch die Kontogebühr dazu. Und auch hier hatte ich das große Glück, dass mit der Bonuskarte, die es bei uns vor Ort gibt, ich komme gleich auf die Bonuskarte, dass man da bei der Sparkasse ein vergünstigtes Konto bekommen hat. Die haben damals 3,69 € gewollt. Das heißt, mittlerweile sind wir bei 266 Euro, die ich im Monat hatte. Und das gibt es auch nicht immer. Und das heißt, bei manchen ist auch die Kontogebühr wirklich bis 10 Euro aufwärts. Und da kann ich euch nur empfehlen, das Konto zu wechseln, wenn es sein muss. Ich komme kurz zu dieser Bonuskarte. Es gibt verschiedene Gemeinden, Städte etc., die so Bonuskarten anbieten. Auch in diesem Ort, wo ich jetzt bin, gibt es das. Da sich einfach informieren, wenn ihr nach dem Asylhilfegesetz Geld bekommt oder Bürgergeld oder auch die Rente sehr klein ist. Bei vielen ist es auch so, wenn ihr Wohngeld bekommt, habt ihr Anspruch auf diese Karte. Diese Karte war bei uns im Ort auch der Grundstein, um überhaupt Anspruch zu haben, um zur Tafel zu gehen. Das heißt, ihr habt halt Vergünstigungen und ich würde euch gerade, wie ihr gerade gehört habt, bei meiner Berechnung, wenn ihr so wenig Geld habt, euch dringend ans Herz legen, da vielleicht auch Stolz oder Scham abzulegen und das einfach zu nutzen, was es da als Angebote gibt. Ich muss euch kurz sagen, dass ich wirklich auch darunter anfangs super gelitten habe und ich möchte irgendwann mal mit euch über meinen Kleiderkammerbesuch sprechen, weil es einfach so eine heftige Erfahrung war. Und das ist einfach für mich auch nochmal eine ganz andere Welt war, wie Secondhand und diese Einschränkungen und dieses ganze immer nach dem Geld gucken, das macht schon auch was mit jemand. Das muss ich euch ganz ehrlich sagen, das beeinflusst das Leben auch extrem. Das heißt, ihr habt das jetzt gehört. Ich hatte so rund 266 Euro im Monat. Und davon musste alles andere bezahlt werden, ne? Essen, Trinken, Anschaffungen, Hobbys, Kleidung,
vielleicht auch noch andere Fahrten, die man hatte, die ganzen Hygieneartikel oder auch die Putzartikel, mein Bauch rumort. Das war schon herausfordernd. Das will ich gar nicht verhehlen. Dazu kam, dass ich habe jetzt mal so nachgeguckt, also ich muss euch sagen, mein Essensbetrag war monatlich meistens so um die 100 Euro. Da ich ja bei der Tafel eingekauft habe, konnte ich den ganzen Rest so reduzieren auf 100 Euro. Ich habe euch vorgesagt, ich hatte noch 266 Euro zur Verfügung. Das heißt, für den ganzen Rest waren es 166. Und ich bleibe da dabei, das hat irgendwie, hat man das Pi mal Daumen hinbekommen, aber es war schon auch eine schwierige Zeit. Und Rücklagen bilden war da irgendwann gar nichts mehr. Also ich habe dann auch nicht mehr gespart, sondern ich weiß noch, bei meinem Umzug hatte ich noch 60 Euro auf dem Sparbuch und so ist es dann auch erstmal verblieben. Und das war schon heftig für mich, auch als junger Mensch so mit der Armut zu kämpfen. Ne? Und wenn du dann Phasen hattest, ich habe euch ja mal erzählt, dass es auch psychosomatisch viel ging, wo du halt Medikamente oder so gebraucht hast, dann hat es halt immer gefehlt. So. Und deswegen habe ich auch irgendwann eben alles versucht, wo es ging, zu sparen, um dann Geld übrig zu haben. Na, also mit Radfahren oder eben halt so Bücherregale. Das habe ich euch bei günstigen Hobbys schon aufgezählt. Alles, das wollte ich jetzt heute nicht nochmal machen. Und dann habe ich das oft so gemacht, dass ich bei dem bösen Anbieter mit A, den ich eigentlich ungern unterstütze, aber damals ist es so, bei Amazon gab es die günstigsten Sachen und ich habe mir eine Wishlist erstellt und habe dann immer 3 Monate gespart und habe mir dann halt Sachen, die dann auf der Wishlist waren und die ich tatsächlich noch wollte, gekauft. Und habe wirklich super viele Sachen dann halt nur noch Secondhand gekauft oder wirklich getragen, bis es gar nicht mehr ging. Und dann wurde es noch ein Schlafshirt. Und na, so diese typischen Sachen, Zahnpastatuben aufgeschnitten etc. Und habe echt richtig gespart. Und das ist halt einfach auch was, was heute noch so ist. Also es ist einfach geblieben. Das ist einfach auch in mir drin geblieben. Und dass ich halt gucke, wo ich sparen kann ohne Ende. Und Ich finde nach wie vor, das sollte als junger Mensch nicht sein. Ja, als junger Mensch macht man viele Erfahrungen, geht mal in Urlaub, macht dies, macht das. Und das war mir alles irgendwie verwehrt. Und deswegen habe ich ja gesagt, dass mein Partner Urlaub hat. Und das wird das erste Mal, ich glaube, in 12 Jahren sein, dass ich überhaupt mal mehrere Tage nicht an meinem Heimatort bin, also da, wo ich jetzt gerade wohne. Und das ist für mich echt irgendwie auch heftig. Und ich will, weil, wisst ihr, so, es geht gar nicht darum, ich will jetzt hier kein Plädoyer für, dass viel Reisen irgendwie bildet oder so, oder dass mein Leben irgendwie so richtig kacke war. Nein, aber es war einfach mit extremen Einschränkungen in jungen Jahren, ging's damit zu Weg und das hat einfach irgendwo Spuren hinterlassen, einfach auch. Und zum Positiven und zum Negativen. Ne? Auf der einen Seite denke ich mir so, ich kann heute einfach ein Leben leben, wo ich mir meines Konsums und meines Konsumverhaltens bewusst bin. Auf der anderen Seite denke ich immer, Mensch, was du alles verpasst hast, wenn ich eben um mich rum Leute habe. Ne? Ich habe euch ja erzählt, die Freunde von meinem Partner, die da halt, keine Ahnung, schon in der USA waren und in Kuba waren und in Kanada waren und in Jamaika waren und schon mal in osteuropäischen Ländern. Und das ist halt was, das könnte ich mir halt auch heute immer noch nicht leisten. Ja, und das macht einfach was mit einem, besonders wenn man in einer Zeit lebt, wo ich das Gefühl habe, dass eben gerade durch Social Media auch so ein Druck gemacht wird, dass man eben super erfolgreich ist und da immer so in meinen Augen eine kleine Masse an Menschen, die eben super jung, super verschuldet ist, gar nicht mit auftaucht. Und das Gute daran ist, das Positive daran ist, ich habe dann irgendwann meine eigenen Möbel renoviert. Also ich kann echt so gut wie alles selber machen. Ja, ich habe meine Stühle selber lackiert, habe die dann in so diesem trendigen, ich weiß gar nicht mehr, wie das heißt. Das muss ich euch einblenden, habe ich meinen Stuhl irgendwie in so einem Vintage-Design irgendwie selber gemacht und selber genäht. Nicht gut, ich kann nur von Hand nähen. Ne, das hat schon auch viele Vorteile irgendwie. Ich kenne viele Dinge, die manche Leute nicht kennen, Tauschregale etc. oder Gebrauchtsachen, wo ich
dann Dinge gekauft habe. Vinted, das ist ja auch so eine große Markt ist, wo man Gebrauchtklamotten kaufen kann. Das heißt, ich konnte mich da schon auch echt in eine andere Richtung halt ausprobieren und ausleben, die ich vielleicht gar nicht gehabt hätte. So. Dann ist etwas passiert, was noch mehr Lücken reingerissen hat. Und zwar, wir reden ja auch mal über Behörden, das wird auch eine mehrteilige Serie werden, hat das Landratsamt gegen meinen Willen einen EU-Antrag gestellt bei der Rentenversicherung und mich nicht mal das wissen lassen, was das ist. Und ich weiß nicht, ob ich das euch in einem Video schon mal gesagt habe, aber ich weiß noch, wie ich zu meiner Freundin gesagt habe, irgendwas passiert gerade, weil die auf einmal von mir lauter Nachweise haben wollten. Aber ich war nicht darüber informiert. Und irgendwann habe ich dann von denen eine Mitteilung bekommen, dass ich gefälligst einen EU-Antrag stellen soll. Und ich bin aus allen Wolken gefallen. Und weil das eine vorrangige Sozialleistung ist, musste ich einen EU-Antrag stellen. Und ihr könnt euch vorstellen, dass meine EU-Rente natürlich auch nicht wirklich hoch ist. Ja. Und ich fand das total ein Quatsch, weil ich nur so dachte, so ja, jetzt bin ich halt in einem System drin, das ja funktioniert. Warum soll ich jetzt eine EU-Rente beantragen und da die Rentenkasse total belasten? Weil ich meine, wenn ich das, ich sage das jetzt mal so krass, wie es ist, ich meine, für mich war das immer so, ja, also ich habe kaum in die Rente eingezahlt und warum soll ich jetzt die Rentenkasse belasten? Aber ich, das ist halt nicht, ne, das ist nicht in meinem. Ich kann dafür nichts, dass die Rentenversicherung gesagt hat, nein, sie müssen jetzt. Ich musste das also beantragen und irgendwann kam dann auch der Bescheid, dass mir jetzt EU-Rente bewilligt wird. Und dann passiert Folgendes. Eine EU-Rente wird anders bezahlt wie die Sozialhilfeleistungen. Ihr könnt euch das, wenn ihr das in einem Zeitstrahl sehen wollt, folgendermaßen vorstellen. Ich habe Hilfe zum Lebensunterhalt bezogen. Da kam am Ende des Monats das Geld für den kommenden Monat. Das heißt, Ende November habe ich das Geld für Dezember bekommen. Okay? Eine Rente wird zum Ende des Monats bezahlt. Das heißt, die Rente für Dezember bekommst du Ende Dezember. Und jetzt könnt ihr euch vorstellen, was passiert ist. Ich bekomme den Bescheid und ich weiß, ich habe einen Monat lang kein Geld. Denn ich habe das Geld, also, und das war lustigerweise tatsächlich auch der Wechsel November, Dezember, deswegen bleibe ich da dabei. Ich habe das Geld für November ja schon bekommen, Ende Oktober. Und jetzt würde Ende November das Geld für Dezember kommen, aber das bekomme ich ja jetzt nicht mehr, weil ich bekomme eine Rente, aber die wird erst Ende Dezember bezahlt. Upsi. Und das heißt, Mitte November wurde mir mitgeteilt, wir sind jetzt im November 2020, dass ich mittellos bin. Geil. Und ich hatte zu dem Zeitpunkt, das habe ich euch ja schon gesagt, noch meine 60 Euro auf dem Sparbuch. Aber die Miete muss trotzdem bezahlt werden. Und jetzt fragt ihr euch, ja, was machen die da in dem Fall? Pech gehabt. Die dumme Pute, entschuldigt mal, wenn ich so sage, vom Landratsamt war da noch so frech zu sagen, sie kann mir ein Darlehen anbieten bis Ende Dezember. Dann habe ich zu ihr gesagt, ja, aber dann habe ich doch das Gleiche wieder. Weil wenn ich ihr Ende Dezember das ganze Geld bezahlen muss, dann ist ja von meiner Rente nichts mehr da, aber ich muss Miete bezahlen. Und das hieß, ich musste meine Mutter anbetteln, damit wenigstens die Miete bezahlt ist. Und dann habe ich, das wird ja verrechnet, also die Hilfe zum Lebensunterhalt, und die Rente, die man beantragt hat, das wird ja verrechnet. Und da habe ich umgesetzt noch, glaube ich, irgendwie 485 Euro bekommen. Das heißt, meine Mutter hat mir die Miete bezahlt und ich hatte dann für Dezember 485 Euro zum Leben. Das ist auch der Grund, das habe ich euch in der WFBM-Video gesagt, dass ich so arm war, dass ich mir in diesem Januar, als dann die Maßnahme losging, nicht mehr die Fahrkarte kaufen kann. Das war so heftig. Das war echt so heftig. Und das war dann so, als ich in die WFBM kam, ne, da war ich erstmal richtig, also Januar, Dezember, Januar, wo diese Umstellung dann war von Hilfe zum Lebensunterhalt zur EU-Rente. Ich war
so broke, ne? Weil ich hatte einfach gar kein Geld mehr und auch gar keine Rücklagen mehr, sondern das, was da war auf dem Konto, das war halt da. Und ich muss euch auch ganz ehrlich sagen, dass ich, und das ist auch meine Empfehlung an euch, ich hab nie ein Dispo oder so gehabt, sondern das Geld, was auf dem Konto war, das war da, und wenn nicht mehr da war, war nicht mehr da. Ja, also das heißt, ich wusste, okay, ich muss jetzt mit dem, was da ist, klarkommen, weil mir niemand gesagt hatte, auch nicht bei der WFBM, dass wenn ich diese Maßnahme anfange, dass die vergütet wird. Das heißt, dass ich ein Übergangsgeld beziehe, weil ich in einer Maßnahme bin. Es wird bezahlt von der Rentenversicherung. Das hatte mir niemand gesagt, und das wusste ich auch nicht. Also ich habe es jetzt nicht gemacht in der WFBM, um finanziell was abzugreifen, sondern das habe ich dann erst später erfahren. So, und dieses Übergangsgeld, das berechnet sich nach deinem Bildungsgrad. Und ich habe so gesehen, also wenn ihr es so sehen wollt, habe ich einen Titel. Ich bin ein Bachelor of Arts, ja. Und das kann man jetzt ins Lächerliche ziehen, und das tue ich da selber auch, aber das ist für den Titel. Und damit habe ich den höchsten Bildungsgrad, den man haben kann, wenn man in so einer Maßnahme ist. Und das heißt, mein Übergangsgeld war extrem hoch, nämlich um die 600 Euro rum. Und jetzt könnt ihr euch ausrechnen, da war ich schon so bei 1,8. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, am Anfang ging es mir so schlecht, weil ich immer an die alten Leute denken musste, die bei uns in der Tafel eingekauft haben und die so lange gearbeitet haben, und ich habe nicht so lange gearbeitet, und bin trotzdem irgendwie jetzt viel besser gestellt wie die. Und ich muss euch sagen, mein Gewissen, ich hatte so Gewissensbisse und so ein schlechtes Gewissen, bis ich mir irgendwann gesagt habe, ich habe es mir nicht ausgesucht, dass es jetzt so ist. Aber jetzt nutze es doch wenigstens. Und dazu möchte ich euch gleich sagen, dass auch das kommt noch hinzu, und das wusste ich ja auch nicht. Ich muss ja Steuern zahlen. Ja. Wenn du Rente beziehst, dann bist du wieder steuerpflichtig. Du zahlst da Steuer drauf. Das heißt, bisher war ich ja von der Steuer immer befreit, weil ich halt Sozialhilfe bezogen habe. Jetzt musste ich das auch wieder machen. Ja, das ist auch so ein zusätzliches Gedöns, was mir nicht klar war. Und auf das Übergangsgeld, das wird natürlich angerechnet. Das ist natürlich eine Einnahme. Ja, also wenn jetzt hier irgendjemand in den Kommentaren meint, hier, du Sozialschmarotzer, du arbeitest nicht und du hast so viel Geld. Leute, ich musste da auch noch Steuern von bezahlen. Das ist nicht for free. Außerdem muss ich sagen, habe ich in der Werkstatt ja auch gearbeitet. Also kann ich auch vergütet werden, ja. Aber trotzdem möchte ich euch kurz sagen, dass ich erstmal richtig gelitten habe, weil ich mir so dachte, so Alter, das ist so viel Geld, und die Alten, die lang gearbeitet haben, die kriegen nicht so viel. Es kann auch einfach auch nicht sein. Und ich kam ja auch zurecht mit der, versteht ihr, ich kam ja zurecht mit dieser Hilfe zum Lebensunterhalt. Es wäre auch okay gewesen, wenn es so weitergegangen wäre. Aber das Gute war, dass ich angefangen habe, als ich alles stabilisiert habe. Ich habe meiner Mom das Geld zurückgegeben. Ich habe dann die Kaution, ich habe dann denen geschrieben, ich will höhere Beträge, habe innerhalb kürzester Zeit die Kaution zurückbezahlt. Das heißt, es war dann auch meine, wenn ich ausziehe. Ja, also ich habe mein Darlehen zurückbezahlt. Der Bildungskredit hatte ich, glaube ich, war ich auch kurz davor, den komplett auszuzahlen, sühnen sozusagen. Habe also da das Geld auch viel schneller bezahlt. Ich habe endlich mal allen Menschen, die mir gut getan haben, das AKL, das ich ja in dem Suizidvideo erwähnt habe, habe ich endlich mal Geld gespendet. An Beratungsstellen, die auf dem Weg mich begleitet haben, habe ich endlich mal Geld gespendet. Also das heißt, ich habe Freunde mal zum Essen eingeladen, die mich jahrelang begleitet haben und unterstützt haben. Das heißt, ich habe in der ersten Zeit, war das wirklich so eine Phase, jetzt habe ich wieder viel Geld und ich nutze es einfach und tue Leuten was Gutes und tue mir auch endlich selber was Gutes. Also ich habe dann auch meiner Mom nicht nur das Geld zurückgegeben, sondern der halt auch mal ein bisschen zum Geburtstag höhere, also ein bisschen was Wertigeres bezahlt, weil das habe ich ja eigentlich auch eingestellt. Oder habe auch meiner Freundin, die mich da jahrelang irgendwie auch immer wieder mal, keine Ahnung, für 70 Euro, ich weiß, sie hat mir irgendwann mal eine Jeansjacke gekauft, eine sehr dicke, warme, die ich immer noch habe. Und da haben sie und ihr Freund schon auch ein bisschen mehr bezahlt. Ne, also die haben mich irgendwie auch unterstützt, und den habe ich jetzt auch mal einfach zurückgeben können. Und das war schon auch ein unfassbar schönes Gefühl. Und dann fing tatsächlich auch eine Phase an, wo ich extrem viel konsumiert habe, was einfach daran lag, dass ich halt mal wieder Klamotten aufstocken musste, mal wieder nicht ausgewaschene, ausgeleierte und
total kaputte Pullis, T-Shirts, Schuhe ohne Löcher, ne? Ich hatte da ja gespart ohne Ende, habe Schuhe immer getragen, bis wirklich gar nicht mehr ging, bis die auch verlöchert waren und habe dann neue gekauft. Jetzt heißt, ich konnte mir endlich mal auch wieder neue Paar Schuhe kaufen. Muss dann aber auch sagen, dass es dann natürlich irgendwann wieder in das Negativ gefallen ist, dass halt konsumiert wurde ohne Ende, wo ich mir dann auch selber auf die Finger klopfen musste. Und das ist echt, ja, das war schon auch eine krasse Zeit, weil ich da ja auch meinen Partner kennengelernt habe und dann konnte ich mir halt das auch einfach leisten, dann zu ihm zu fahren oder so. Das war dann irgendwie auch so eine Erleichterung. Und jetzt gerade ist es ja so, logischerweise bekomme ich jetzt kein Übergangsgeld mehr, sondern ich habe jetzt noch mit der Rentenerhöhung halt irgendwas, ich weiß nicht ganz genau, ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, irgendwas mit 1.200 Euro, mit dem ja alles bezahlt werden muss, das ist gut, ja. Aber ich muss euch sagen, dass man natürlich trotzdem mit Inflation und steigenden Lebensmittelkosten, ich habe jetzt hier kein Leben in Saus und Braus, sondern ich schaue auch, wo ich sparen kann und gucke da. Denn ich muss euch das ganz ehrlich sagen, dass für mich schon immer klar war, dass ich halt meinem Partner nicht so viel auf der Tasche liegen möchte. Ja, sondern dass ich bezahle bei allem, was hier anfällt, an Kosten, zahle ich auch alles ebenbürtig mit. Das heißt, es ist halt am Ende vom Monat nicht so viel Geld übrig, aber es ist jetzt nicht so schlimm wie damals, was halt auch daran liegt, dass wir jetzt zu zweit sind. Jetzt habt ihr mal einen Einblick bekommen für meine Finanzen. Falls ihr da noch Tipps, Infos, Ideen braucht oder selbst Tipps habt, dann lasst mich das gerne in den Kommentaren wissen. Ich bin jetzt fix und foxy. Keine Ahnung, ob dieses Video gescheit wurde, weil erst hat der Hund irgendwie rumgenagt, dann haben die oben rumgebrüllt. Ich bin irgendwie auch zwischen total überdreht und absolut fix und fertig. Schauen wir mal, ob dieses Video das Licht der Welt erblickt. Ich wollte euch noch kurz sagen, dass ich heute diese Puschinen hier hingestellt habe. Denn diese Puschinen, die habe ich schon seit 2012. Ich bin ein totaler Fan von dieser Katze. Ich kann euch mal den Link zu ihrem Instagram unten lassen. Ich liebe Pusheen, ich finde es total cute. Andere mögen Hello Kitty, das ist eher so meins hier. Und ich wollte für uns heute in den Hintergrund was stellen, was ich eben schon habe, seit ich krank bin. Und das ist so einer der Dinge, die noch hier sind und die werden auch bleiben. Die kriegt übrigens auch nicht der Hund, weil das kann ich leider nicht. Und ja, jetzt esse ich was. Weil ihr wisst ja, dass ich, und seit ich dieses Konsumvideo gemacht habe, ist es auch echt wieder viel, viel, viel besser geworden, dass ich sehr, sehr wenig konsumiere. Aber was ich echt mit Leidenschaft mache, ist Essen. Und das werde ich jetzt tun. Und euch wünsche ich jetzt auch was Geiles zum Essen, aber noch viel mehr einen wunderschönen Sonntag. Wenn ihr Themenvorschläge habt oder Fragen oder sonst irgendwas, lasst mich das in den Kommentaren wissen. Lasst auch ein Abo da, weil ich bin noch eine coole Socke. Und bis dahin. Bis zum nächsten Video wünsche ich euch alles Liebe und Gute, eure Valerie.